Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei F1 2012 auf meiner Lieblingsstrecke. Nämlich, wir sind in Kanada mit dem großen Preis von Montreal. Und ich habe es in den Kommentaren gesehen, im letzten Rennen, wie ich Erster geworden bin in Monaco. Das hat viele von euch verblüfft, will ich sagen, ja. Oder manche haben auch geglaubt, ich hätte die KI runtergestellt auf Amateur oder sowas. Habe ich aber nicht. Es steht immer noch auf Legende. Ich weiß nicht, was da in Monaco war, aber anscheinend funktioniert die KI in Monaco nicht so, wie sie funktionieren soll. So, aber wir blicken nach vorne. Ich denke mal, viele Leute werden sich jetzt denken, kann er das nochmal tun hier in Montreal? Ist das möglich? Nachdem ich ja jetzt... Nachdem das in Monaco, das war ja schon fast so eine Art Comeback, ja? Kann man schon fast sagen, nämlich die ganzen Packsteine in den Rennen zuvor, das war schon ekelhaft. Aber wir werden es sehen. Und jetzt habe ich vergessen, auf den Wetterbericht zu gucken, ob es regnen soll oder nicht, aber... Naja, das werden wir dann sehen. So, ich fahre jetzt mal ganz gemütlich hier durch Montreal. Damit ihr ein bisschen was von der Strecke sehen könnt. Wir befinden uns ja im freien Training, wisst ihr. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich... Ja, ich glaube nicht, dass es das von Monaco nochmal wiederholen kann. Das schließe ich jetzt aus. Ich denke mal, ich werde mich irgendwo im Mittelfeld platzieren können, weil Montreal ist meine absolute Lieblingsstrecke, wie vielleicht ein paar Leute wissen. Deswegen werden wir jetzt mal auf unsere erste gesetzte Runde gehen und gucken, was ich da so abliefern kann. Ah, Wall of Champions, das ist eine gefährliche Stelle. So, erste gezeitete Runde. Und gleich schon mal die erste Kurve versaut. ...22,9 im ersten Sektor. Nicht ganz so gut. Hülkenberg jetzt auf der 1, weil sonst noch keiner gefahren ist. Ah, da geht mir der Arsch. Ich bin ja auch noch ans Mikro gekommen. Ich muss mal ganz kurz das Mikro umstellen, das taugt mir nämlich gar nicht. So, jetzt halt. So, natürlich ist die Runde jetzt versaut, das ist klar. Aber... was soll man machen? Es hilft dir alles nichts. Hinter mir ein Marussia. Ich habe noch ein bisschen Benzin für 8 Runden. Ups, das war die Wand. Ah, da kommt auch wieder eine Wand. Holla die Wolfie. Das ist eine 1,21,3. Nach dieser Runde liegst du auf Platz 2. Müsste ich schlagen von Hülkenberg. Ah, jetzt kommt ein Ferrari. Ist das Fernando Alonso? Ja, das ist Fernando Alonso. Der müsste richtig sauer sein nach dem Monaco-Rennen das letzte Mal. Nachdem ich ihn ja da so stehen gelassen habe in Monaco. Beziehungsweise die letzte Aufholjagd. Das war schon extremst. Hülkenberg, noch mal schnellst du mit 21,256. Oh, das war spät. Ah, wobei. Ich bin schon mal 2,3 Sekunden schneller als Hülkenberg. 2,4 sogar fast. Ja, dann zeigen wir Ihnen doch mal, was so in diesem Toro Rosso steckt. Und ich fahre eine 1. Auf dem
1.17.496. 1.17.496 für mich. Oh, und es soll zu regnen beginnen. Michael Schumacher fährt auch 1.21.6. Ach, bin ich da jetzt schon wieder so ewig weit vorne, kann das sein? Wisst ihr was, ich gehe jetzt ganz einfach mal ins Qualifying, dann sehe ich ja, wo ich lande. Qualifying soll trocken bleiben, Rennen soll auch trocken bleiben. Gut, dann sehen wir mal zu. Ich bin wieder Erster. 4 Sekunden schneller. Okay, ich weiß, dass in der letzten Zeit 2 Patches rausgekommen sind von das Spiel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Codemasters das tot gepatcht hat. Wobei ist das Codemasters? Aber liebe Leute, ich gehe nochmal ganz kurz zurück ins Hauptmenü und guck was nach. So, liebe Leute, bin ich wieder. Ich war jetzt kurz im Hauptmenü, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat der Patch irgendwas umgestellt von der Schwierigkeitsgrad her, aber nö, es steht immer noch auf Legende. Ich habe keine Ahnung, was da los ist mit dem Spiel, aber okay, Setup ist geladen. So, jetzt gucke ich mal, was die anderen fahren. Ich hatte ja eine 1.17. Vielleicht sind sie ja zum Qualifying schneller, man weiß es ja nicht. Oh, 1.19, ja. Ja, 1.17er Zeiten. Guckt es euch an, guckt es euch an. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die... Ha, haben die nur geblufft im freien Training. Okay, ein schneller Schuss, das sollte eigentlich reichen. Miau. Mercedes stehen gelassen, jetzt habe ich natürlich Verkehr. So, mit Verkehr ist es natürlich schlecht. McLaren ist noch auf der härteren Mischung unterwegs. Wir haben dieselben Reifen zur Verfügung wie in Monaco, also Super Soft und Soft. So, ich McLaren jetzt mal stehen lassen. Ich könnte deutlich schneller fahren, aber mit dem Verkehr. Jetzt gar nicht mehr so möglich. Naja, wir werden es gleich sehen, wenn ich über Start und Ziel brettere. Geh mal weg, ich bin auf einer schnellen Runde. Marussia denkt, dem gehört die Straße hier. Ha! Nix gibt's. Eins. Massa, 1.17.777. Das ist eine coole Zahl. Okay, und ich fahre eine 1.16.790, 4. Platz im Moment, und da schieße ich raus. Da schieße ich raus. Ich habe nicht Pole, Leute, ja? Das ist komisch jetzt irgendwie. So, jetzt bin ich auf der 5 gelandet, es sind noch 8 Minuten. Maldonado, 1.16.054. Ja, sieht so aus, als seien die Karten neu gemischt für Montreal. Schumacher 2. mit 1.16.5. Hamilton 1.16.6. Ich bin im Moment auf Platz 6 und bleibe 6. Gut so, du hast Q2 erreicht. Ich habe Q2 himmelweit erreicht, also. Vorsicht, ja, Renningenieur. So ist es ja auch nicht. Du tust so, als wäre ich 17. geworden oder so. So, 14. oder besser, das müsste drin sein. Ich würde mal sagen, ich warte. Soll ich? Ja, ich warte einfach mal wieder ein bisschen. So, da werden alle durchgereicht. Hamilton auf der Strecke 1.16.5. Hamilton 1.16.4. Ah. Ich sollte vielleicht auch noch rausfahren, oder? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich rausfahren würde. Verkehr auf der Strecke. Ah, oh, Force India.
Aber wisst ihr was? Ich steige jetzt hier auf die Bremse. Und lass die da vorne etwas weiter wegfahren. Dann habe ich nämlich mehr Spielfläche. Oder kann dann nach meiner schnellen Runde schneller fahren. Und hier müsste ich sowieso bremsen. So, Vollgas. Oh, da bin ich weit raus. Aber Gott sei Dank wird es ein trockenes Rennen, da bin ich schon sehr, sehr froh drum. Ja, die Runde ist schon mal nicht ganz optimal, ich habe es gemerkt an ein paar Stellen. Da kam die Wandner. Button 1.15.8. Was für ich? 1.16.6. Das ist fünfter Platz im Moment. Da fahre ich lieber gleich noch eine Runde hinterher. Rückstand. Fast 14. Das ist natürlich schlecht. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Ah, zu spät. Viel zu spät gebremst, liebe Leute. Das ist immer das. Vor der Schikane vor Start und Ziel. Bremse ich zu früh, bin ich zu langsam. Bremse ich zu spät, ist die Gefahr, dass ich auf den Curbs abfliege oder rechts in die Wand reinkrache. Ja? Das ist so... Was ist das Schwere an Montreal? Diese eine Doppelkurve. Ja? Der Rest geht, aber diese eine Doppelkurve. Aber gut, im Moment Platz 5 noch. Bleibe ich Fünfter. Sind noch 15 Minuten zu fahren. Button 1.15.8, das ist schon ordentlich. Sechster im Moment. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Und Daniel Ricciardo ist Siebter. Beide Toro Rosso in Q3, liebe Leute. Beide Toro Rosso in Q3. Hey! Hey! Sieh mich auch. Okay, ich habe einen Satz neue Reifen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt der Erste, wo rausgeht. Ganz einfach, weil... Oh, komplett freie Runde. Geil! So, Vollgas, Q3, jetzt kommt's drauf an. Schlechter als Platz 2 geht nicht, aber besser wäre wünschenswert. Ah, da war das Gras. So, mal meine Aggressivität etwas weiter hochschrauben. Thank you.
21,9 im ersten Sektor. ...46,2 im zweiten Sektor. Ah, scheiße. Zu früh aufs Gas. Mal gucken, was das gekostet hat zum Endeffekt. Und guck mal in Sektor 2 auf der Minimap, welche Schlange sich da gebildet hat. Da fahren sie alle hintereinander. Ah, Wand! Alter! Und eine 1,16,400. Das wird jetzt interessant. Reicht so eine Zeit oder soll ich noch einen drauflegen? Ja, Rosberg jetzt erster. Da wurde ich schon gesnackt, wurde ich schon. Grosjean 1,15,6. Bin nur noch auf Platz 7. Das war schlecht. Dafür zweiter Sektor wieder ein bisschen schneller. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin. Ja, Benzin mehr. Ist jetzt meine wenigste Sorge. So, Start und Ziel, eine 1. 15,573, Pole Position im Moment. Im Moment Pole Position. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Gut gemacht. Im Moment Pole Position, liebe Leute. Toro Rosso wieder auf der 1. Doch für wie lange? Stand der Reifen ist auch noch okay. Benzin geht mir ganz schnell aus. Ah, krass, schlecht. ...1,15,573. Meine schnellste Runde. Es sind gefühlt noch 5 Minuten. Ja, ich wollte es gerade sagen. Gefühlt 5 Minuten. Reicht es für die Pole? Oder reicht es nicht für die Pole? Das ist jetzt die Frage. Und das ist natürlich auch gleich die Frage fürs Rennen. Kann ich hier gewinnen mit dem Toro Rosso oder kann ich hier nicht gewinnen mit dem Toro Rosso? Ich meine, die KI ist jetzt schon deutlich näher dran hier in Montreal als wie in Kanada. Als wie in Monaco, meine ich. Ja, in Montreal ist... Ich habe den Typen gerade zusammengefahren, habt ihr es gesehen? Ja, hier in Montreal sind sie schneller als wie in Kanada. Mhm, klar. Super, Zakorn. Applaus! Idiot. Monaco meinte ich natürlich. In Monaco hatte ich ja über 4 Sekunden Vorsprung. Und hier sind es nur 35.000stel. 3/10. Grosjean, Button, Webber, Schumacher. Das sind die ersten 5. Ich spule mal ein Stückchen vor. Und ich bleibe auf der Pole, liebe Leute. Jawohl, ja. Und somit würde ich mal sagen, wir sehen uns im Rennen von Montreal hier bei F1 2012. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, gebt der Folge einen Daumen und ich sage wie immer, stay tuned and so long.